Breitschultrige Frau geht schlurfend zwischen den riesigen Balken auf der Straße umher und tritt mit ihrem Stahlkappenstiefeln gegen sie. Ab und zu bückt sie sich, um mit bloßen Händen einen Nagel aus den Balken zu ziehen, den sie dann hochhält, prüft und in ihrem ledernen Beutel verschwinden lässt. Sei gegrüßt. Sie richtet sich auf, als sie dich kommen hört. Sie lächelt höflich, aber von ihrer Haltung und der Art, wie ihre Hand in der Nähe ihres Waffengriffs liegt, kannst du sehen, dass sie auf Ärger vorbereitet ist. Du bemerkst, dass eins ihrer Augen von einem milchigen Film überzogen ist. Das ist nah genug, Schleifer. Was brauchst du denn von mir? Ich hätte ein paar Fragen. Sie nickt. Dann schieß mal los. Wer bist du? Sie zieht drei Nägel aus ihrer Schultertasche, wirft sie in die Luft, dass sie sich drehen und fängt sie mit einer Hand wieder auf. Eisennagel nennt man mich. Sie lässt die Nägel wieder zurück in die Tasche fallen, wo sie mit einem gedämpften Klink landen. Warum sammelst du Nägel? Ich verkaufe sie an einen Mann namens Hemris im unteren Bezirk, der ist Sackmacher. Erzähl mir mehr über diesen Hemris. Da gibt's nicht viel zu sagen. Er ist eine Labertasche. Der rasselt seine Knochenschüsse, bis du doof wirst, wenn du ihn lässt. Aber ein fairer Händler. Er braucht die Nägel und ich brauch Klimper. Und das ist eigentlich alles, was an der Sache dran ist. Wo ist der untere Bezirk? Ich hab den Weg mal gekannt, aber die Davos haben die Straße schon wieder total verändert. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie man da hinkommt. Ich muss mir einen neuen Weg suchen. Aber ich denk mal, die Davos biegen das schon irgendwann wieder gerade. Sucht eigentlich sonst noch jemand nach Nägeln? Sie grinst und schüttelt den Kopf. Niemand war so schlau genug oder hatte den Willen, es vor mir zu tun. Und seitdem habe ich alle zur Seite geschoben, die versucht haben, sich auf mein Land zu drängen. Sie tätschelt liebevoll den langschneidigen Dolch, der an ihrer Seite hängt. Dein Land? Genau, so nenne ich das. Ehrliche Arbeit ist schwer zu finden im Stock und ich werde nicht zulassen, dass so ein dämlicher Idiot mir meine Arbeit stehlt. Schält, da steht schält, naja. Ich habe mehr als ein Dussel heulend in die Flucht geschlagen, mit seinen Eingeweiden in den Händen. Oder weg mit den Sammlern, wenn er Pech hatte. Ihr totes Auge glitzert bösartig. Der Stock weiß schon, dass dieses Plättchen Eisennagel gehört. Verlass dich drauf. Hast du so eins deine Augen verloren? Eisennagels Gesicht verhärtet sich. Das geht dich nix an, Dussel. Warum? Möchtest du eine passende Wunde für deine Sammlung haben? Nein, nicht wirklich. Nein, diese spezielle würde mir nicht besonders stehen. Von dir? Also ich würde gern sehen, wie du das machen willst. Nein, ich werde andere fragen. Kennst du einen Mann namens Varod? Sie nickt. Ja, ich habe den Namen schon gehört. Ist der Kopf einer Bande von Sammlern, wie ich gehört habe. Bin aber nicht sicher, wo man ihn finden könnte. Du kannst es ja mal am Lumpensammlerplatz versuchen, im Nordwesten von hier. Naja, tschüss. Naja, tschüss. Schon gut. Ja, die war jetzt nicht so spannend. Oh, ich kann eine Kiste aufmachen. Hey, 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 vielleicht ist da so ein Lim-Lim drinne. Dieser Behälter ist abgeschlossen. Na gut. Kradok. Du triffst auf Kradok. Seine Miene hat sich noch mehr verfinstert, seit du ihn zum ersten Mal gesehen hast. Er schaut so grimmig drein, dass sein Gesicht kurz davor ist, in zwei Teile zu zerfallen. Ich habe hier Lyle gefunden. Oh, stimmt das? Kradok schaut umher. Wo ist der? Wahrheit. Er meint, dass du einpacken sollst, dass du ein mieser Straßenköter wärst und dass er sich nicht länger für dich abrackern wird. Hat mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Yeah. Kradoks Gesicht läuft puterrot an und er knurrt vor sich hin. Verflucht sei sein Name! Möge alles Übel der Ebenen ihn auf all seinen Wegen heimsuchen! Ein ganzer Strom von Verwünschungen, Drohungen und Spekulationen über Yelails Herkunft ergießt sich aus Kradoks Mund. Geil! Ah! Morte beißt seine Zähne zusammen, als Kradok vor Wut zu kochen anfängt. Man kann förmlich sehen, wie sich seine Gehirnwindungen verbiegen. Haha, ich liebe Morte. Haha, neue Spottgeschichten. Kradok beschließt seine Hasstirade mit einem Grunzen. Verdammt, dieser Lilail! Weißt du, ich könnte für ihn einspringen, wenn du Hilfe brauchst. Kradok betrachtet dich einen Moment lang aufmerksam. Du? Du könntest doch nicht! Plötzlich verstummt er. Tja, vielleicht kannst du ja doch. Das ist harte Arbeit und kein Trinken unter meiner Aufsicht. Verstanden. Machen wir uns an die Arbeit. Die Arbeit dauert lange, doch am Ende der Schicht bist du überhaupt nicht müde. Als du fertig bist, grunzt Kradok dich an. Du hast gute Arbeit geleistet. Hier ist dein Lohn. Er wirft dir eine Handvoll Münzen hin. Jetzt zieh's ab. Wir haben keine Verwendung mehr für dich. Dann leb wohl. Hey, yo, yuppie, juhu. So,
Das hatten wir auch gewagt. Gott, hier gibt es noch einen Kaufmann. Ich rede mit allen Kaufmännern. Irgendeiner muss ja vielleicht was Schönes haben. Warum stehen jetzt... Achso, mit dir habe ich schon... Hallo, großbusige Frau. Kann ich deinen Busen kaufen? Ich kann mit ihr nicht sprechen. Das ist ein schöner Fehler. Klasse. Mit ihm kann ich sprechen. Und Dacor steht mir im Weg. Spring, Lim Lim, spring. Der Händler scheint dich plötzlich zu bemerken. Oh, seid gegrüßt. Wie wäre es mit einem dieser putzmunteren, verspielten Lim Lims, mein Herr? Na? Im Moment nicht. Was sind denn eigentlich diese Lim Lims? Sie kommen aus den Außenländern, mein Herr, und sind weder ganz wie Insekten noch wie andere Tiere. Sie sind lieb, verspielt und recht treu. Er schaut die Limlins von der Seite an. Dann rückt er näher heran und flüstert, und wenn's sein muss, schmecken sie auch ganz gut. Interessant. Ich hätte ein paar andere Fragen. Tut mir leid, aber ich beantworte nur Fragen, die sich auf die Limlins beziehen, mein Herr. Ich würde gerne eins kaufen. Nun, die Limlins brauchen nicht gefüttert zu werden. Sie ernähren sich von Insekten, winzigen Nagetieren und dergleichen. Sie folgen einem überall hin, machen wenig Dreck und Lärm, halten sich durch ihre ständige Hüpferei in Form und was das Beste daran ist, die springen bis zu 5 Meter weit, wenn man ihnen heiße Kohlen unter den Hintern hält. Ein kleiner Berufsherz unter Limlim-Kollegen. Sie sind keiner, deswegen lachen sie nicht. Okay, ich mach weiter. Ein Exemplar gibt schon für 40 Kupferstücke, mein Herr. Ein lächerlicher Preis für ein so unterhaltsames Haustier und einen treuen Freund. Morte, was meinst du? Ja, wir fragen mal Morte. Warum nicht, Meister? Man kann sich an den bestimmt prima abreagieren, oder? Naja, du müsstest für mich das Treten und Werfen übernehmen. Außerdem würde ich gern den 5-Meter-Sprung mit den heißen Kohlen sehen. Nein, wir haben leider noch zu wenig Geld. Ich behalte meinen Kupfermünzen, lebe wohl, Händler. Aber ein sehr freundliches Angebot. Doch, doch. Profiter und Gau, oh Gott, viel zu viele Menschen seid ihr. Aber kann ich jetzt mit ihr hier reden? Nein, das wäre auch zu schön gewesen. Passiert es vielleicht, wenn ich speichere, was ich mal wieder tun könnte, einfach mal so, weil mir gerade danach ist. Hallo, nein, natürlich nicht. Gut, was ist das? Diese riesige Schlüssel scheint auch als Podium zu dienen. Profführer! Diese grimmig wirkende Frau wirft dir einen kurzen Blick zu, bevor sie ihren Redeschwall auf dem Podest fortsetzt. Ihre kräftige Stimme ist auf dem gesamten Marktplatz hörbar und übertönt sogar den Lärm der Händler und den der übrigen Menschenmenge. Lass sie in Ruhe. Okay, gut, dann Gaoha. Du siehst eine dürre, menschenähnliche Gestalt, deren gelbliche Haut mit verschiedenen leuchtenden Tätowierungen bedeckt ist. Ein Giselei! Ihre Augenbrauen sind mit einem schwarzen Kohlestift nachgezogen und ihre Zähne sind zugespitzt. Als sie dich bemerkt, winkt sie dich her. Dabei klappert sie mit den Würfeln in ihrer Hand. Hey, sei gegrüßt. Ah nee, sag ja ich. Sei gegrüßt. Er setzt ein wildes, haifischähnliches Grinsen auf und seine Augen sind wie glänzende schwarze Kugeln. Seine Stimme ist tief und krächzend. Tief und krächzend, Mist. Goa, grüß dich ebenfalls. Du bist doch gekommen, um sein Spiel zu spielen, oder? Nein, aber ich hätte ein paar Fragen. Gaoas Lächeln verschwindet augenblicklich und er schüttelt den Kopf. Kein Interesse an Fragen habe ich. Nur das Spiel, das Werfen des Würfels, das Schimmern der gewonnenen oder verlorenen Münzen. Er schüttelt die Knochenwürfel in seine Hand. Du hast kein Interesse an diesen Dingen? Na gut, ich spiele mit dir. Ich spiele mit dir. Gaua greift in seine Tunika und holt eine Münze hervor. Diese Münze? Deine Münze. Er legt sie vor deine Füße und holt noch eine Münze hervor. Diese Münze? Für Gaua. Er legt sie vor seine eigenen Füße. Dann hält er zwei Würfel zwischen Daumen und Zeigefinger hoch. Die Würfel? Wir werfen beide einen, ja? Erzähl weiter. Deine Augenzahl ist höher? Du kriegst beide Münzen. Er grapscht sich die Münzen vom Boden und hält sie dir hin. Deine höhere Augenzahl? Für Gaha? Er steckt die Münzen schnell wieder in seine Tunika. Meine. Beide gleiche Augenzahl? Neu würfeln. Also, wie viele Münzen werden vor deinen Füßen liegen? Hä? Da. Bitte, was? Achso, wie viel ich einsetze, das meint er. 10. Na ja, 10. Ihr beide würfelt, bis du die höhere Zahl wirfst. Du sammelst die Münzen auf und steckst sie ein. Gaoa nickt mit gerunzelter Stirn. Das reicht für den Moment, aber vielleicht spielen wir beide später nochmal. Warte, ist irgendetwas? Gaoa betrachtet dich einen Augenblick lang aufmerksam und nickt dann.
Niemals lasse ich mich zum Haschmas Unfug hinreißen. Niemals würde ich betrügen, Mensch. Doch wenn ich Fortuna ankündigt, sehe ich es, lese es, erkenne es im Gesicht eines Mannes. Doch bei dir sehe ich gar nichts. Ich erkenne nichts. Ist dir Fortuna nicht hold? Hast du kein Glück? Kein Unglück? Oder bist du vielleicht deines eigenen Glückes Schmied? Ich weiß es nicht. Er steckt seine Würfel zurück in seine Tunika. Wir können ja später vielleicht noch einmal spielen. Aber für den Augenblick ist es genug. Okay, ja, weil ich untot bin. Natürlich, ja. Klar. Okay. Oh Gott, ich muss so viele stimmen und ich trink was. Da-de-da-da, Momentchen.